So, dann machen wir mal weiter und gucken mal, was dieser Knopf hier tut. Der macht da schon mal die Wand auf. Okay, und dieser Hebel? Macht der noch irgendwas? Ich glaube, der hat dann die nächste Tür aufgemacht. Aber ich gucke jetzt noch mal kurz die Wände hier ab. Ob hier nicht noch irgendwas Interessantes ist. Aber nö, sieht nicht so aus. Ah ja, die Tür müsste der dann aufgemacht haben. Komm, spuck den nächsten Blitz. Gucken wir erstmal, was hier ist. Drei Blitzbomben. Und soweit ich weiß, müsste hier irgendwo noch ein Knopf sein. Ah ja. Der war etwas offensichtlich, aber gut. Da rein. Oger. Oger, 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 aua. Ah. Ah, das ist gemein. Das war jetzt doof gelaufen. Und noch einer tot. Wow. Schnell, bevor noch mein Tarion stirbt. Ah. Ja, das ist die... Das ist der falsche Weg. Ja, genau, hier geht's lang. Ah, der Oger da ist richtig gemein. So, wieder hier kurz rum. Hier rein und dann müsste ich genau auf der anderen Seite wieder raus. Ich will nämlich erst das Ogre-Secret machen, weil der andere Weg, da geht's weiter. Wow. Okay, ich bin im Raum mit dem Ogre. Und er hat mir gleich eine Breitseite verpasst. Genau, frier ein. Ich will dich nicht haben. Keiner mag dich. Uah. Das war zu früh geschossen. Das hätte ein guter Backstep werden können, aber es war ein Step. Wenigstens etwas. Und hier sind Plattenhandschuhe. Die er schon trägt. Okay. Geben wir ihm mal zwei Grim Caps. Davon haben wir ja genug. Denn das Essen in den beiden Beuteln will ich jetzt nicht unbedingt schon anfassen. Das ist sozusagen die Notration. Und Knopf, der was aufmacht und... Na, das ist aber nicht nett. Das ist dafür sehr nett. Komm, dreh dich um. Das war jetzt nicht so gut getimt. Und ein Secret gefunden, was mich jetzt noch nicht ganz so interessiert. Okay. Fackel kann mit. Er hat ja genug Stärke. Zahnradschlüssel, den brauchten wir doch an einer Stelle, oder? Den brauchen wir hier, genau. Dann können wir ja gleich, wenn wir zurückrennen, mal nachgucken gehen. Hehehe, ihr mich auch.
Ja, genau. Oh, sehr schön. 60er Backstab. Komm, kriegen wir noch einen? 73er Backstab. Das nenne ich mal schön Schaden. Komm, stürm mich an. Und ein Step noch. Chitin. Ja toll, wir haben schon Chitin. Sie könnte es theoretisch benutzen. Sie hat ja 17 in Dodge. Würde ihr das was bringen? Dann könnte sie ein bisschen Chitin-Zeug tragen. Evasion hat sie ja genug. Da hätte sie wenigstens etwas mehr Schutz. Und sie könnte das für Evasion tragen. Ja, machen wir es so. Aber hier drin ist jetzt definitiv nichts mehr. Dann heißt es jetzt erstmal wieder zurück zum blauen Kristall. Hier wäre auch irgendwie nichts mehr. Komm, schieß. Nächste vorbeilassen. Da wollen wir noch nicht rein. So. Zurück zum blauen Kristall erstmal. Dass wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. So. Zahnradschlüssel. Hallo. Pitfighter Gauntlets. Und... Frostdinger. Und wieder geht eine Fackel aus. Nimm die nächste. Ja, Pitfighter Gauntlets, die sind gar nicht mal so schlecht für meinen Bueno hier. Haben zwar nicht so viel Protection wie jetzt die Chitin-Handschuhe. Aber sie machen plus 6 Attack Power, wenn unarmed. Genau. Das ist mal ordentlicher Schaden. Und mehr Stärke sogar noch. Das sind sogar 7 mehr, oder? Ja, 7 mehr Attack Power durch die 2 Stärkepunkte. Da würde ich sagen, kriegt sie die Chitin-Handschuhe noch. Die sind auf jeden Fall besser als die Flederhandschuhe. Sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt wieder in die Conduit rein müssen. Wow. So, wieder da rum. Und dann nehmen wir uns langsam... Uah. Irgendwie kam mir diese Stelle komisch vor. Und dann habe ich jetzt gerade das Teleportergeräusch hinter mir gehört und mich umgedreht. Ich habe nämlich zuerst erwartet, dass hier gleich die Wände aufgehen und hier Spinnen rauskommen. Beziehungsweise ich habe erwartet, dass hier Spinnen stehen. Aber ich hätte schwören können, ich hätte hier mal ein Feuerelementar drin gesehen, als wir weggerannt sind. Rostpfeile brauchen wir nicht. Ich höre viel zu viele Ogerschritte. Der Raum sieht mir doch etwas komisch aus. Da gucke ich mich doch noch mal besser drin um. Kein Knopf. Kein Knopf. Auch keiner. Nö. Nö. Und hier ebenfalls nicht. Ah, was ich mal kurz gucken könnte. Statistiken. 74 von 120. Oh, wir sind gut dabei. Treasures haben wir aber nur 2 gefunden. Ja, und wir spielen schon über 8 Stunden. Melee Attacks, Unarmed Attacks, Spellcast, Potions. Jo. Hier drin was Interessantes. Wo ein Knopf... Oh, hier ist was. Wurfäxte.
brauchen wir nicht unbedingt. Und ja, dann geht es ja nur hier weiter. Hallöchen. Na, du wurdest aber toll eingefroren. Dein nächster Freund. Und ich höre viel zu viele Oker. Und ich höre noch mehr Feuerelementare. Okay. Boah, das war zu langsam. Hallo. Uff. Jetzt wollte er gerade noch mal zuschlagen. Du Mistkerl, du. Das hört sich so an, als ob der Oger hier einen Rundgang macht. Wir sollten ihn schnellstens umbringen. Ja, er ist wieder aufgewacht. Können wir ihn nochmal einfrieren? Nein. Aua. Und das war er. Und das war auch mein Bueno hier. Ja, ich bin gestorben. Toll. Ich habe so ein verdammt hohes Ausweichen, das zweithöchste von allen. Und ich kriege dreimal hintereinander was von dem Oger genatzt. So, hier machen wir die Tür zu, dass nichts Garstiges rauskommt. Bereiten schon mal den Zauber vor. Warten auf den nächsten Schuss und dann geht es wieder zurück zum blauen Kristall. Ja, das mit den Ogern da ist mies. So. Falsch. Hier lang. Nein, die Wort ist des Mantlers. Ausweichen. Und hier rein. Ups. Darum. Und hier rein wieder. Wieder hier rum. Und ich höre noch Feuerelementare hier. Rumgeistern. Hallo, du. Sei so nett und stirb. Dankeschön. Da ist ein Knopf, den will ich aber noch nicht drücken. Der macht wahrscheinlich die Tür da auf. Oder was anderes. Heilkraut. Du löst die Blitzfalle auf. Können wir auf die was drauflegen? Nö, bringt nichts. Und sie hat Hunger. So. Du löst auch das Blitzdings aus. Hier ist ein Gitter. Wieder Zauber mal vorbereiten. Lass mich raten, so kommen wir auf die andere Seite. Pitwood Bread. Hm. Ja, so kommen wir auf die andere Seite von dem Gitter. Hier ist eine Tür und da ist eine Druckplatte. Was machst du? Du machst nichts. Da können wir noch ein bisschen
Was steht hier? Nur der hartnäckige Jäger wird den Schlüssel in den erhalten, der den Weg freigibt. Also hier brauchen wir einen Schlüssel. Da ist eine Tür, wo es weitergeht. Wir gucken uns aber erst einmal in dem Gebiet hier zu Ende um. Aber vorher speichere ich mal wieder. Bis gleich.